mittig und sehen also den riesen Ziegelmauern und Betonhaufen, der hier links liegt. Die Fläche in der Mitte, gibt es noch eine Ziegelmauer, die dort, weiß ich nicht, warum die stehen bleiben soll. Keine Ahnung, ob das irgendwie noch als Fundament für einen Catering-Bereich oder für eine Bank genutzt werden kann. Hier vorne seht ihr die Säulen, das waren wirklich Säulen gewesen. Das Ganze ist hier bis zur Kante schon verfüllt und im Endeffekt auch neu gestampft. Ich gehe mal hier rüber, damit ihr das alles sehen könnt. Hier zu rechten noch der Rest. Also gewaltige Ausläufer und da hinten noch weitere Fundamente. Das waren Ausläufer auf der anderen Seite hier der Straße. Eben das echt doch große Kesselhaus. Und hier stand ein Ausläufer, der war wie ein L gewesen. Hier ist ja jede Menge verbuddelt worden. Ich weise nochmal darauf hin. Hier auf die Schautafeln hinter mir am Wasserrückhaltebecken, so ungefähr in 200 Meter Entfernung. Im Schwarzbereich wurde hier bis zu 7 Meter ausgekoffert. Das ausgekofferte Material wurde mit LKWs nach Duisburg zum Innenhafen gebracht und dort auf Schiffen nach Rotterdam zur Aufbereitung. Und dort wurde das verbrannt und das aufbereitete Material wurde hier wieder eingebracht. Also hier sehe ich nicht, dass irgendwas eingebracht wurde, weil alles irgendwie, was hier noch, wenn ich mir hier mal rechts die Kante des Bürgersteigs anschaue und die Straße, dann sieht man doch eindeutig, dass da vielleicht 50 cm drüber waren, eventuell auf dem ganzen Gelände dann auch mit Vlies und Folie abgedeckt zum Schutz. Also recht kontaminiert hier alles. Nur, wenn man da eine leichte Kontamination letzten Januar beim Workshop mal konzertiert hat, dann ist das ja schon viel und zeugt von ungeheurem Wissen, Faktenwissen und harten Zahlen zum Gelände selbst. Wir sind hier im Schwarzbereich und nicht im Graubereich, davon mal abgesehen, und auch nicht im Grünbereich. Der ist ja hinter uns geschaffen worden durch Anschüttung von riesengroßen Haufen. Ich weiß nicht, was das jetzt ist, aber wo die Bäume drauf wachsen. Und ich gehe mal hier einfach noch mal ein bisschen näher ran. Und dann seht ihr das hier ganz genau, was sich dort unten alles befindet. Stahlbeton mit Ziegeln, mit Ziegelmauern und riesige Fundamentblöcke. Insgesamt hier einmal außenrum 1, 2, 3, 4. Dort rechts und hier halt, wie bereits gesagt, das, was hier schon eingeebnet worden ist, 1, 2, 3. Hier auf dem Bürgersteig der Emil-Weidt-Straße und ihr seht also, hier ist also noch nichts weiter erfolgt und ich meine, die Einhebung wird, das wird hier noch weiter gebaut werden und im Endeffekt können wir da ganz zufrieden mit sein. Hier wird also das Oberflächenwasser abgeleitet werden. Hier werden auch die Kabelschächte verlegt werden für Strom und Frischwasser etc. etc. pp. Damit das Catering dann auch gut funktionieren kann. Koordinaten von Schacht 3. Der Schachtdeckel liegt auch dort. Vorne rechts in dem Gestrüpp und in dem Gebüsch auf dem Parkplatz hinter dem Zahnrad da ist nichts mehr zu sehen. Müsste eigentlich auch so ein Koordinatenschild stand auch dort für Schacht 6 sein. Aber wie bereits gesagt, mit dem ganzen Wildwuchs, jetzt mal von dieser Seite hier, sieht man schon fast die Maschinenhalle nicht mehr, die sich dahinter befindet, wo jetzt die Druckerei drin ist. Wenn die Blätter dran sind, wird das unsichtbar. Und natürlich wird auch von der Seite kommt, von der Emil-Weidt-Straße, wird dann auch hier der Platz unsichtbar. Und das Gestrüpp ist dicht. So, noch einmal für alle rauf und runter.
Seite des noch vorhandenen kleinen Wäldchens. Ich hoffe, dass da was passiert auf dem Gelände der Druckerei. Und ihr seht hier also, dass hier doch einiges noch an Material liegt, was noch verbaut werden muss. Und im Endeffekt wird es auch verbaut werden. Was bleibt den Jungs anderes übrig? Allerdings die Verzögerung, ich hoffe mal, ich weiß, das wird die letzte Verzögerung sein, denn ansonsten haben die ja hier alle schon umgebuddelt und von der Böschung bis zur Straße, vom Flüchtlingsheim bis zur Druckerei, und da gibt es jetzt nichts mehr großartig auszugraben. Es sei denn, man nimmt die Straße noch weg und folgt den Versorgungsschächten, den alten, einfach weiter. Da hinten auch die Halde Rhein-Elbe, weiter Ferne im Sonnenlicht. So, hier nochmal in ganzer Pracht, und damit möchte ich auch für den heutigen Tag schließen. Einen schönen Sonntag noch und Glück auf vom Hans-Köster-Schacht 4 der ehemaligen Großzeche Holland in Wattenscheid. Glück auf. Ecke hier seht also, dass hier von der letzten Woche die einzelnen Birken und die Wurzeln auch gerodet sind, gefällt, und dass dort hinten am Ende der große Haufen zum Schreddern liegt, und hier nochmal nach links rum in Richtung Bühne und Kantensteine. Das Gelände hinter mir, naja, ich sag mal, im Endeffekt, wenn ich mir das hier so anschaue, muss da noch einiges halt gemacht werden. Zu der besten Ecke, den ersten Stellplätzen hier am Fahrradweg direkt gegenüber des Geländes. Also schauen wir uns das mal hier an. So ein bisschen läuft. USB ist hier nicht zuständig, die machen aber hier Pause. Hier liegt übrigens auch Anzünder für Grill und Feuer. Hinten wird auch mal gerne ein Stück weiter hier geradeaus, wird auch gerne mal ein Feuer auf der Wiese gemacht. Läuft. Also hier jede Menge von dem Zeug überall zu finden. Das geht hier total weiter. Eigentlich müsste hier rund um die Parkbuchsen mal richtig sauber gemacht werden, bis an den Rand der Bäume. Die sind ja recht groß, um dann im Endeffekt hier mal klar schief zu machen. Nur die Zuständigkeiten werden geklärt. Das ist versprochen worden nach dem Telefonat mit dem Stadtteilmanagement. Ich hoffe, dass der Diplom-Ingenieur Schröder sich dazu dann nochmal äußern wird. Danke. So, ein bisschen noch hier Zoom auf die The Best of hier. Schauen wir mal hier. Ist schon geil hier. Also richtig tolle Angelegenheit. Wenn ich das sehe, kriege ich das kühle Kotzen. So viel kann ich gar nicht essen. So. Sehr schön hier, ganz pittoresk und idyllisch. Da hat jemand seine Schuhe verloren und anscheinend auch gedacht, der Winter ist vorbei. Wenn ich mir das hier anschaue, alleine der Zustand hier mit dem Moos auf den Kantensteinen und der Zustand dieser Parkbuchten müsste eigentlich jeden Autofahrer, der hier parkt, zum Wahnsinn bringen. Denn ratzifatzi ist das Auto dreckig. Man schaue sich das einmal an. So, da hinten über das Plateau, da will ich gar nicht sprechen. Da werde ich auch nicht nochmal hochgehen. Da standen gerade ein paar Penner im wahrsten Sinne des Wortes und haben sich da eingeschluckt. Der Rest fliegt dann auch halt in die Botanik. Ich gehe noch einmal hier rum, um das Ganze nochmal in seiner Komplexität zu zeigen. Dort hinten nochmal dieses Mini-Wäldchen, was natürlich nicht zu dem Gelände gehört. Das ist auf dem Gelände des Parkplatzes der Druckerei, hinter dem Bauzaun. Da muss was passieren. Die Sauberkeit auf dem Gelände, nicht nur hier von der Emil-Weidt-Straße reinkommend, also von dort hinten, wo die Straßenbahn herfährt, sondern auch auf dem gesamten Gelände, ist mehr als erbarmungswürdig. So, dann gehen wir nochmal hier nach links und
zeigen, das Ganze. Denn das ist ein riesengroßes Gelände und da wird ein richtig toller Platz. Und da ist richtig viel Geld in die Sanierung des Fördergerüstes geflossen. Da ist richtig viel Geld in die Sanierung bisher und es wird noch weiter Geld fließen in die Sanierung des Platzes geflossen. Und wir haben da jahrelang dran gearbeitet, ja, ehrenamtlich, stundenlang, tagelang, wochenlang, sind in Gesprächen gewesen und so weiter und so fort. Und das Ganze soll sich doch auch irgendwie lohnen und irgendwie wollen wir uns alle mal hier hinsetzen in aller Ruhe im Sommer und uns das Ganze dann mal genüsslich anschauen, eventuell mit einer Veranstaltung dabei, wenn es wieder geht, nach Corona oder während Corona mit irgendwelchen Lockerungsübungen da, die die Politik da jetzt labyrinthmäßig veranstaltet. Wir werden es sehen. So, dann auch nochmal hier zu würdigen die Firma Knappmann aus Essen, Gartenlandschaftsbau, die wirklich total starke Arbeit hier leistet. Wenn ich die alten Fördertürme sehe, dann denk ich oft zurück. Meine Jugendzeit hab ich hier erlebt. War verliebt, dann der erste Kuss. Erinnerungen eingebrannt, tief in meinem inneren Ich. Ja, die alten Fördertürme sind Heimat, Heimat für mich. Die Welt war groß, wir waren jung, wollten alles sehen. Mal ging's gut, manchmal nicht, wollten einfach alles ausprobieren. Was kann denn schon passieren? Schon passieren. Und es ist egal, wo du bist. Und manchmal denkst du an die Fördertürme zurück und Bilder in deinem Kopf erinnern dich an Glück, wie es einst mal war, einmal war. Wenn ich die alten Fördertürme sehe, dann wird mir vieles klar. Das schwarze Gold war noch etwas wert, doch die alten Bänder stehen still. Die Zeit verweht mit dem Wind, alles, alles ändert sich. Doch die alten Fördertürme bleiben Erinnerung, Erinnerung. Tief in meinem inneren Ich, ja, die alten Hörer.